Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier am zweiten Tag der Galabau. Schön, dass Sie hier auf den Gängen und auch bei uns vielleicht auf dem Stand sind. Wir freuen uns auch, dass es übertragen wird auf die Mediathek unter podium.de Mediathek. Neben mir Herr Utzmeier von der Firma Liogong. Utzmeier, die Firma Liogong ist hier auf der Messe wieder groß vertreten. Vielleicht können Sie uns da eben was zu Liogong sagen. Einmal, nicht jeder weiß, das zuzuordnen. Und dann kommen wir hier auf ein interessantes Thema. Was steht hinter Liogong? Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Utzmeier. Ich bin Produkt- und After-Sales-Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zum Thema Liogong. Wir sind natürlich wieder hier auf der Galabau vertreten. Wir wollen immer nahe an den Kunden sein. Das Feedback der deutschen Fahrer ist uns als Hersteller extrem wichtig. Dieses Feedback fragen wir regelmäßig ab und geht auch immer in die Produktion bei uns mit ein. Also wir entwickeln weiter am Fahrer, am Endkunden, weil das ist das, was für uns natürlich zählt. Wenn Sie sagen, Sie sind am Fahrer, dann sind Sie ja hier auch in Deutschland vertreten. Das heißt also, Sie gehen über die Händler in die Gespräche mit Ihren Kunden. Ganz genau. Wir haben Händler in ganz Deutschland, kann man sagen, vertreten. Große Händler, sehr starke Händler, die wirklich eine super Arbeit liefern. Ich selbst komme aus dem Süden, man hört es vielleicht an unserem Dialekt. Wir haben in der Mitte von Deutschland, wir haben im Norden von Deutschland, unser Team ist alles deutschsprachig. Wir sind wirklich vor Ort bei uns hier. Nun ist Liogong ein Hersteller aus China und Sie haben interessanterweise zwei Hausfarben. Richtig. Wir haben einmal die gelben Geräte. Alles, was gelb ist bei Liogong, ist mit Diesel konventionell, bei den Minibackern auch HVO-fähig, was auch ein sehr großes Thema ist, auf die Zukunft gesehen. Und alles, was grün ist, ist absolut voll elektrisch. Noch ein Wort zu den alternativen Kraftstoffen, HVO. Wir rechnen ja auch in Zukunft mit E-Fuels. Das heißt, da kann man also durchaus davon ausgehen, dass dann eben auch die Motoren diese Kraftstoffe fahren, weil wir werden ja noch einige Jahre Verbrenner und haben ja auch eine Zukunft. Die Zukunft ist nicht in 5 Jahren vorbei. Also davon kann man ausgehen, dass Ihre Maschinen diese Möglichkeit der Nutzung haben. Ganz genau. Also unser Fokus zukunftstechnisch gesehen ist natürlich irgendwo auch Elektro, ist der starke Fokus, aber wir wollen unsere Kunden ja nicht belügen, sondern wir sind ehrlich, Elektro ist nicht die Wunderheilwaffe, man muss auch zweigleisig fahren in diesem System und überall für die Anwendungen, wo Elektro jetzt nicht perfekt geeignet ist, können wir eben mit HVO arbeiten. Maschinen sind vorgerüstet, kein Problem, keine Umbauten, einfach einfüllen und loslegen. Okay, das nächste Mal, wenn wir uns zur Galabau sehen oder übernehmen, sprechen wir über Wasserstoff, ne? Also es geht immer weiter. Aber jetzt wollen wir über Elektro sprechen. Und Elektro hat ja durchaus Argumente für den Einsatz auch bei Baumaschinen. Und das wollen Sie uns hier mal aufzeigen. Mit der nächsten Folie geht's los. Der Radlader oder das Produkt, der Produktbereich, den Sie elektrisch haben, wie viele Geräte beinhaltet das? Im weltweiten Markt haben wir bis zu 40 Elektrogeräte, aber weil wir natürlich wissen, nicht alles, was in China gut ist, ist in Deutschland gut, wird jedes Gerät zuvor bei uns hier lokal getestet, bei den Kunden angefragt, passt alles, muss etwas geändert werden, seid ihr glücklich mit dem Gerät? Und erst wenn alles stimmt, gehen wir wirklich in den Markt auch dann mit diesem Gerät hinein. Also wir schicken nichts, was nicht vorher ausreichend getestet worden ist von unseren deutschen Fahrern. Wunderbar, damit kommen wir zum ersten Thema, die elektrische Energie. Vielleicht zeigen Sie uns da mal einen guten Einstieg zu. Ja, das ist einfach eine kurze Übersicht. Man merkt einfach, es wächst stetig, die Nachfrage steigt nach Elektrogeräten. Wir haben früh genug angefangen mit der Firma Liogong. Wir haben bereits 2018 die ersten vollelektrischen Geräte ausstellen können und auch sind auch schon gelaufen, aber noch nicht breitflächig im Markt. Und wie man hier sieht, wir sind mit Baggern, wir sind nicht nur in der kleinen Sparte für die Galabau unterwegs, sondern auch hoch 24 Tonner, 22 Tonner und es werden noch viele weitere Modelle folgen. Wie geht das weiter mit der Kundenanforderung, die Anwendung? Die steht ja bei Ihnen im Mittelpunkt. Ganz genau, wir achten sehr darauf, wo setze ich ein Elektrogerät ein. Wie vorher schon gesagt, es ist keine Wunderwaffe, aber in manchen Geräten, in manchen Anwendungen ist es einfach perfekt. Im Hausbau, im Städtebau, die Lärmreduzierung, in Tiefgaragen, ich habe keine Abgase nicht, überall wo es
brandgefährlich ist. Wir haben keine heißen Teile, die etwas entzünden können. Und natürlich perfekt der Galabauer. Jeder kennt es in Städtegebieten. Man fängt um 7 in der Früh die Arbeit an und der Erste ruft schon, was der Krach soll. Wird deutlich besser mit unseren Elektrogeräten. Und es ist ja so, dass die Anforderungen für die elektrischen Maschinen auch immer so ein bisschen beinhaltet, die Ideen werden geboren, wir können Umweltschutz und Geräusche klar erkennen, aber es geht ja auch immer um die Leistungsfähigkeit. Ganz genau. Mit unserer Leistungsfähigkeit, wir haben einen 16,5 Kilowatt starken Motor bei unserem 2,7 Tonner, wir haben eine 20,6 Kilowattstunden Batterie, LFP, absolut sichere Technologie und das Wichtigste ist, wir haben 48 Volt Niederspannung, man braucht keine besonderen Schulungen, jeder darf das Gerät anfassen und wir können 3,5 bis zu 6 Stunden arbeiten mit dem Gerät, natürlich je nach Anwendung und in knapp unter 1,5 Stunden ist das Gerät auch wieder vollgeladen. Dann haben wir ja nur eine begrenzte Zeit und Sie haben ganz viele Folien, aus denen wir das auswählen müssen, da müssen wir uns gleich ein bisschen entscheiden, aber Sie haben gerade ein wichtiges Thema angesprochen, 48 Volt, das heißt keine Hochvolttechnik. Richtig, keine Hochvolttechnik, weil in diesem Gerätesektor, in dem kleinen Gerät, nur beim 2,7 Tonner, sind wir in der Niederspannung, weil wir haben uns Gedanken gemacht, es würde die Option natürlich geben, wir können in den Bereich Hochvolt gehen, aber in dieser Leistungsklasse gibt es keine wirklichen Vorteile, wenn man mit Hochvolttechnik arbeitet. Und warum soll man Sachen verkomplizieren und mehr Anforderungen sind nötig? Unnötig in unseren Augen, also sind wir bei den 48 Volt im Minigerät geblieben. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Also der Kompaktlader und Kompaktbaggerbereich elektrisch in der Form. Sie gehen aber erheblich größer. Selbstverständlich. Also wir haben den 22 Tonner. Das ist auch kein Thema. Die laufen auch 6 Stunden. Das ist jetzt noch unser Mini hier an der Präsentation. Wir haben die komplette Range. Und was alle in dieser Range gleich haben, man spart sich Servicekosten, weil man hat weniger bewegte Teile, man hat keinen Dieselmotor mehr, der Motorölwechsel fällt weg, der Filterwechsel fällt weg, es kann kein Luftfilter mehr verstopft werden, es ist einfach sehr einfach zu bedienen und das ist auch unser Konzept. Für einen Fahrer bis aufs Laden gibt es keinen Umstieg, kein Umdenken auf den Elektro. Einsteigen, Schlüssel umdrehen, losfahren. Jetzt haben wir schon über die Vorteile, auch die wirtschaftlichen Vorteile angesprochen, das Thema. Jetzt müssen wir ja auch ein bisschen weiter sehen. Die Funktion, die läuft nebenbei, die Präsentation, die wir auch gerne übernehmen werden. Das Thema Ladung, oder gehen wir jetzt erstmal auf die größeren Maschinen ein. Dann kommen wir gleich nochmal auf den wichtigen Block Laden von allen Maschinen. Vielleicht können Sie uns zu den größeren Maschinen, wenn wir hier durchgehen, durch die Präsentation und noch etwas genauer zu machen. Ja, zu den Großgeräten. Wir arbeiten mit Kattel. Weltmarktführer in der Batterietechnik und die Sache ist die Akkus sind extrem langlebig. Wir bauen sichere Akkus ein, das Durchgehen des Akkus bei unseren Akkus hat eine sehr hohe Temperatur, das heißt der vierfache Temperatur von einem normalen Lithium-Ionen-Akku, der zum Beispiel in einem Handy verbaut ist. Dadurch wird das Ganze deutlich sicherer, langlebiger. Und die Ladezeiten sind bei uns extrem kurz. Wir orientieren uns immer daran, dass wir in der Mittagspause fast vollkommen oder immer den Arbeitstag mit Zwischenladung bei den Minis und ohne Zwischenladung bei den Großgeräten abarbeiten können. Dann haben Sie hier noch eine Folie, die nochmal etwas zu dem Motor und zu den Wicklungen zeigt. Was soll die uns sagen? So, Thema Mini. Ein Minibagger, es soll einfach sein. Wie man hier, das ist ein Reluktanzmotor, wir verbauen diese Motoren im Mini-Bereich. Man hat keine Wicklungen im Inneren des Motors, das heißt, ich habe keine Schleifpolen, ich habe viel weniger Verschleißteile. Der Motor ist leichter zum Kühlen und deutlich wartungsärmer und langlebiger. Gut, also wichtige Features, die wir im Einzelnen ja gar nicht alle hier in diesem Kurzgespräch angehen können. Wir gehen mal einen Schritt weiter zu den Antrieben und zu den vielleicht auch dann größer werdenden Maschinen. Welche Argumente kann man zusammenfassend über die Baureihen nochmal erwähnen, die eigentlich dafür sprechen, sich weiter mit Diogong auseinanderzusetzen? Unser Kernpunkt ist, wir verbauen Premium-Komponenten. Bei uns werden alle Komponenten von Marktführern ausgewählt und dann zum Schluss bleibt ja nach den Premium-Komponenten bleibt über
Softwaretechnik, Stahlbau. Und in diesem Bereich glänzen wir natürlich. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben Premium-Elemente und Komponenten, Entschuldigung, da verbaut, dann ist es so, dass wir ja auch auf das Thema von der CO2-Bilanz, das ist ja bei den elektrischen der große Vorteil, aber wir hatten eben schon mal angesprochen, das ganze Thema der Akkus, welche Akkutechnik verwenden Sie? Das heißt, von der Produktion, wie ist Ihr Argument dafür? Ja, wir verwenden Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Der große Vorteil bei diesen Akkus, wie vorher schon erwähnt, ist die Langlebigkeit, aber es werden deutlich weniger seltene Erden verbaut. Unsere Akkus sind zum Beispiel kobaltfrei, was immer ein sehr starkes Argument ist. Und wir wollen natürlich die Emissionen verringern. Es wird gefordert, es ist gefragt, aber wir haben auch verstanden, dass um Elektro an den Kunden zu bringen, muss es anwendbar sein, einfach und Spaß machen, weil letztendlich entscheidet natürlich der Fahrer, mit welcher Maschine er fahren möchte. Das ist ja ein wichtiger Punkt, die Akkuentwicklung, das ist auch ein bisschen der Unsicherheitsfaktor, der für viele Menschen, der dort eben die Menschen, die einfach sagen, Langlebigkeit von Akkus, und wie werden sie intelligent angesteuert und ausgenutzt? Ja, also, unsere Akkus sind langlebig, weil sie komplett überwacht werden, was Temperatur, Spannungen angeht. Die sind so langlebig, dass wir als Standardgarantie 5 Jahre 8000 Betriebsstunden beim Mini und 5 Jahre 10.000 Betriebsstunden beim Großgerät geben als Garantie, als Herstellergarantie. Und das ist eigentlich Beweis genug, welches Vertrauen wir auch in unsere eigene Technologie setzen, weil wir wissen, die Geräte können das. Wir haben 3500 Elektrogeräte weltweit im Markt mit über 1,5 Millionen Betriebsstunden. Also wir haben wirklich Erfahrung, was Elektro angeht. Und hier auf der Folie sieht man es auch, ich habe es vorher angesprochen, Einfachheit. Ja, wir haben keinen Schlüssel, wir haben Start-Stopp. Es ist ein Touch-Display. Es ist ganz einfach zu bedienen. Ja, der Akku-Füllstand im Bereich jetzt hier oben gesehen, wie beim Handy. Es ist alles intuitiv. Es ist keine neue Technologie, vor der man sich fürchten muss. Es ist einfach einsteigen, losfahren, ganz normal weiterarbeiten. Wir unterstützen alle gängigen Hersteller. Wir haben als starken Partner, mit dem ich auch sehr gerne zusammenarbeite, muss ich sagen, zum Beispiel die Firma Olkwig bei uns am Stand. Später kommt uns gerne besuchen. Wir haben einen Tiltrotator auch verbaut. Also wir sind am Stand der neuesten Technik, auch mit Anbaugeräten. So, zwei Themen haben wir noch, die wichtig sind. Einmal wollen wir uns über das Laden unterhalten, dass Sie nochmal sagen, wie ist das Konzept des Ladens bei Ihnen. Und dann wollen wir doch unbedingt noch ein Wort zu den Großgeräten hören. Okay, also Laden, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir haben das langsame Laden über Nacht, immer mit dem 230 Volt System beim Mini. Ich kann ihn beim Kunden an einer ganz normalen Haushaltssteckdose anstecken. Und wenn ich wirklich mal schnell laden muss, weil es pressiert, wie wir hier in Bayern sagen, dann gibt es eine 32 Ampere Dose, dann ist der in der Stunde wieder voll. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich habe die Ladeinfrastruktur dabei auf der Baustelle. Bei den größeren Fahrzeugen ist das etwas schwieriger. Da muss ich natürlich sicher sein, dass ich den Tag auch dann meine Leistung bringen kann, weil ich kann mit dem Großgerät nicht so durch die Stadt fahren, vor allem wenn es mal ein Kettenbagger ist. Ganz genau. Bei den Großgeräten, wir haben mobile Lösungen auch für die Baustellen und bei unseren Großgeräten ist die Ladeleistung, ab der es wirklich Sinn macht, ab 40 kW, und das bedeutet, ab einer 64 Ampere Dose macht es absolut Sinn, schon zu laden. Man kann optional über die 32 Ampere Dose, kann man auch über Nacht laden, aber wir empfehlen vor Ort immer ab der 64 Ampere Dose bis zum Satelliten mit 3 Stunden Ladezeit bei unseren Großgeräten. Wir haben einen 423 Kilowattstunden Akku, er ist riesig. Aber wir schaffen es trotzdem, den in 3 Stunden wieder voll zu bekommen mit der richtigen Ladestation. Das heißt, bei dem Großgerät mit diesem großen Akku, welche Einsatzzeiten, also Tageszeiten, Standzeiten, geben Sie an? Bei unseren Großgeräten, zum Beispiel beim neuen 22 jetzt, das ist der 22 Tonner, mit dem kann man zwischen 6 und 8 Stunden arbeiten. Uns ist immer sehr wichtig, dass wir sehr realistische Zeiten angeben. Jeder kann irgendwelche Zeiten erfinden oder sagen, ja und hier laden und da laden, das gibt es bei uns nicht. Wenn wir von Arbeitszeiten reden, dann ist das ohne jegliche Zwischenladung einfach reine Arbeitszeit am Stück, ohne Pausen. Und da sind wir beim Großgerät 6 bis 8 Stunden ohne Laden. Und wenn man wirklich
am Limit arbeitet, kann man in der Mittagspause natürlich nochmal ordentlich was draufladen, was nötig ist. Wir kommen ja nochmal zu Ihnen an Stand und werden dann nochmal eine zweite Abrundung machen. Wo finden wir Sie hier auf der Galabau? Halle 7. Halle 7, nicht zu übersehen. Liu Gong hier natürlich, wunderbar, wir freuen uns. Wir kommen zu euch, werden das sehen und wir hoffen, dass Sie in der Mediathek einige Informationen entnehmen konnten von dem interessanten Denken der Firma Liu Gong. Herzlichen Dank für das Gespräch an den Herrn Utzmeier. Gern geschehen, vielen Dank, dass wir eingeladen wurden. Ja, herzlich willkommen hier am Stand von Liu Gong. Neben mir steht der Martin Utzmeier und Martin, du bist in deiner Präsentation auf die E-Maschinen eingegangen von euch, die man, wie man unschwer erkennt, hier im grünen Gewand kommen. Stell uns doch mal hier dieses Produkt vor, worauf du in deiner Präsentation eingegangen bist. Ja, servus. Das ist unser 9027 FE. Das ist unser elektrisches Pendant zum Diesel, den wir auch hier am Stand haben. Und ich habe schon das letzte Mal erzählt, wir haben einen 20,6 Kilowattstunden Akku verbaut. Wir haben 16,5 kW Motorleistung. Also das Gerät funktioniert sehr gut und angenehm. Und vor allem ist es sehr einfach zum Bedienen. Äußerlich, wenn ihr zu uns auf den Stand kommt, Halle 7, 318, ist fast kein Unterschied zum Dieselfahrzeug. Das ist auch bewusst so gewählt. Die Kabine ist fast identisch. Das heißt, es ist keine Umstellung für den Fahrer persönlich jetzt erforderlich. Wenn wir um die Maschine rumgehen, wir haben einen Kurzeckbacker. Man sieht, wenn man genauer hinschaut, bei uns ist die Maschine sehr hoch von der Qualität. Wir haben Gussteile verbaut an allen beanspruchten Elementen. Ja, ich würde sagen, gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Wir haben unsere Zusatzkreise, die bei uns immer im Standard kommen. Greifer drehen, Hammerschere, Schnellwechselverrohrung. Hier haben wir jetzt einen Voltwig-Tiltrotator verbaut. Das bedeutet für mich ganz klar, wir sind am Markt vorhanden. Wir wissen, was aktuell gefordert wird. Jetzt ist ja gerade bei der E-Mobilität immer wieder die Frage, wie lange kann ich so ein Gerät einsetzen und eventuell auch der Kunde möchte gern wissen, wie kann er zu euch Kontakt aufnehmen und wo kann ich das auch mal testen? Also, Kontakt aufnehmen, wir haben mehrere Händler, die sind auch alle bei uns hier im Stand, verteilt über Deutschland. Die Laufzeiten, wenn es ums Testen geht, zum Testen die Händler ansprechen am besten. Und wenn man jetzt die Laufzeiten sich anschaut, aus der Erfahrung von unseren Kunden, die wirklich bereits gefahren sind, das sind jetzt keine Werksangaben von uns, sondern echte Kundenerfahrungen, sind wir im Bereich von 3,5 Stunden bis zu 6 Stunden, je nach Anwendung und je nachdem natürlich, wie stark das Gerät beansprucht wird. Sind denn gleichzeitig die Händler auch die Servicepartner vor Ort? Selbstverständlich. Also unsere Händler sind trainiert, die können mit den Geräten umgehen, sie können sie warten, reparieren. Zum Thema Warten und Reparatur, wir haben selbst bei dem Minibagger auf unserem Akkubereich haben wir 5 Jahre 8000 Stunden Garantie. Da muss man sich also absolut keine Sorgen machen. Wir haben LFP-Akkus verbaut, sichere Technik, ist bei uns bekannt. Sie läuft schon lange im Markt, wie auch schon in der Präsentation erwähnt. Und wenn wir jetzt vielleicht hier noch ein bisschen um die Maschine rumschwenken, in Richtung Kabine, sieht man auch, dass der Bagger sehr, sehr einfach konzipiert ist. Wir haben in unserem Gerät, man sieht es hier unten, haben wir 2 kleine Putties. Mit diesen Putties kann man den Fluss einstellen von den Zusatzkreisen. Das bedeutet, man muss nicht im Display rumdrücken und irgendwo umständlich einfach fahren, etwas zu schnell, bisschen runterdrehen, perfekt. Einfach in der Anwendung einsteigen, unser Keyless Go starten und dann loslegen. Ja, Martin, herzlichen Dank für den Eindruck hier an eurem Stand. Ich wünsche euch noch eine schöne Messe, eine schöne Restmesse für den heutigen Tag und wir sagen von vorne herzlichen Dank.